Oh, was geht ab, Leute? Hunger? Der Tag fängt an mit ein paar Spezialtauschen. Ich treffe mich mit einem Kollegen, da bin ich mit seinem Haupt- und Kleinaccount befreundet und Glücksfreunde. Und ja, das machen wir jetzt schnell und dann geht's Hagelschneiden und dann war es das, glaube ich, auch für heute. Nicht, Mann. Also, es gibt ein paar Neuigkeiten. C-Day Abra wurde angekündigt, ein neues Ticket wurde angekündigt, so wie damals mit Regi Gigas. Also, an sich nicht angekündigt, sondern geleakt, aber mehr dazu gleich noch, jetzt erstmal tauschen. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, ihr wisst Bescheid, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Vielen Dank. So, fertig getauscht. Sehr, sehr erfolgreich. Das war, welcher Tag ist heute? 28? Das war 2 extra, 30? Boah, ich hab den Überblick verloren. Wenn heute 28. ist und ich habe schon zweimal extra getauscht. Nee, Dienstag, Mittwoch. Ich habe dreimal extra getauscht, oder? Ich habe dreimal extra getauscht, 28, 31. 33. Tausch? 33. Lucky Spezialtausch? Lucky Shiny Spezialtausch? Auf jeden Fall, ja, nette Ausbeute. Ein Hippo, sehr nice. Ein Kleiner hatte einen Hippo, also mein Kleiner, aber sein Kleiner auch. Ich denke mir, ja, wieso nicht, weil bis ich mal wieder mit dem kleinen Lucky Freunde werde. Außerdem hat er auch eh noch andere Sachen. Schon nicht schlecht. Ich zeige euch gleich mal meine Liste, was ich noch so brauche. Da fragen auch noch viele immer nach. Vor allem Leute, die mit mir tauschen wollen. Oder tauschen können. So. Es muss nicht immer die Form sein. Es kann halt auch die Vorentwicklung sein. Das Gengar wird natürlich ersetzt mit dem Partyhut Gengar Shiny jetzt dann am Wochenende. Und ja, auf jeden Fall ist es halt immer nur die Endentwicklung angezeigt, weil für den Überblick. Aber an sich ist ja egal welche, weil ich kann ja die Vollentwicklung auch einfach durchentwickeln. Ein paar hat der Kleine, zum Beispiel die Regis, auch die CD-Sachen, aber die CD-Sachen hole ich mir jetzt auch, weil so oft kann ich ja nicht mit dem kleinen Lucky Freunde werden, dass ich einfach jedes CD-Pokémon auf Lucky rübertausche und dann auch noch die paar Legendären und so. Also fehlen tun mir gesamt noch 56. 55, weil das Abwehr gibt es noch gar nicht. 55. Stabil. Freut euch auf demnächst, da kommt ein großes Update. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal Hagelschneiden. Wir sehen hoffentlich wieder frisch aus. Murat hat geschrieben, dass er Bock auf Parades hat. Und wenn irgendwas zustande kommt, also nur Murat und ich reichen nicht ganz. Also reichen schon, aber mein Kleiner hat nicht so viele Pässe, dass er so viel raiden kann. Falls auch irgendwas zustande kommt, dann gehen wir mit ihm raiden. Dann seht ihr das Video von gestern relativ spät, weil ich gehe jetzt heim. Hätte was gegessen, also essen tue ich auf jeden Fall. Würde dann das Video hochladen, aber wenn Murat raiden will, dann gehen wir raiden und das Video kommt erst irgendwann am Abend. Euch viel Glück, viel Erfolg mit Rüstungs-Mewtwo. Ich hatte bisher kein Glück. Yo, willkommen zurück. Das letzte, was ihr, glaube ich, gesehen habt, waren die Glückstäusche und dass ich beim Friseur war. Raid-Tour mit Murat hat sich leider doch nicht mehr ergeben, weil ja, er war schon fertig, als ich dann Zeit hatte. Dementsprechend habe ich jetzt noch ein paar Sachen erledigt und ein bisschen gearbeitet, denn morgen haben wir nicht so viel Zeit und Sonntag erst recht nicht wegen dem Raid-Day. Ich mache jetzt einen Raid hier in der Nachbarschaft. Ich nehme euch mit, vielleicht kriegen wir was Gutes. Yo, frohen Samstag, Leute. Komisch, ich habe es auf Deutsch umgestellt, aber es ist immer noch Englisch. Da schläft wohl der deutsche Praktikant. Auf jeden Fall, März geht noch krasser ab als Februar. Wir dachten, Februar geht schon krasser ab. Mit den ganzen Events, jedes Wochenende irgendein Event. Und dann noch die Bonusstunden, Wunderstunden, Raidstunden. Leute waren damals schon überfordert, aber jetzt. Puh. Zwei Sachen, erstmal gehen wir alles durch. Und dann natürlich die Reaktion der Leute. Dazu habe ich auch noch meine Meinung. Haha. Und zwar, Stardust Bonuses. Yes. Soft Dick. Oder Juicy. Shadow Entei, ja, offensichtlich. Thunderous, der blaue Gin, offensichtlich. Und mehr im März. Trainers, macht euch bereit für bla bla bla. Und da sind 8 Sachen genannt. Die gehen wir jetzt durch. Erstens, was sehr traurig ist, denn morgen findet der Raid Day statt mit Shiny Nidorino, mit Hut und Gengar. Shiny mit Hut. Und in Japan, Südkorea und Italien. Italien sehr gefährlich, sehr nah an uns.
wurde abgesagt. Sollte man echt nicht auf die leichte Schulter nehmen? Ja, machen wir einfach weiter erstmal. Shadow Entei kommt, also Crypto Entei. Was klar war, also entweder Entei oder Suicune wäre gekommen, ist jetzt keine Überraschung. Dazu müssen wir nicht unbedingt irgendwas genauer erklären. März, okay? März bekommen wir, wie heißt der nochmal? Kastadur im Forschungsdurchbruch. Kastadur ist jetzt nicht allzu selten. Den gibt es auch in den Raids. Seltenheitslevel würde ich ungefähr mit Lapras vergleichen. Und Lapras kam nicht besonders gut an. Also mir ist egal. Nee, brauche ich noch 100? Ja, ich brauche noch 100er. Also mir ist egal, denn ich brauche einen 100er. Aber den meisten Leuten wird Kastadur nicht gefallen, nicht jucken. Eure Meinung zu Kastadur unten in den Kommentaren. Da steht auch noch mit extra Bonus Sternstaub. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sternstaub man bekommt. 50.000 oder so. Ich meine, alles andere juckt, glaube ich, nicht so wirklich. Also wenn man jetzt irgendwie 5.000 extra bekommt, das ist nicht wirklich nennenswert, sag ich mal. Aber so ein 50.000 jede Woche extra für diesen Monat oder 20.000 sind gesamt dann auch so 80 bis 100.000. Kommt drauf an, wie viele man im Monat schafft. Dann kommt der blaue Gin, alles klar. Legendäre Special Raid Wochenenden. Das ist verrückt. Nicht nur, weil halt so viele verschiedene am Start sind, sondern auch die kommen alle in Shiny. Hä? Kein besonderes Event, kein gar nichts. Die kommen einfach jetzt so Shiny für dieses Wochenende. Man würde sich vorstellen, Shiny Dark Guy kommt mit irgendeinem Unlicht-Event oder sowas. Nee, der kommt jetzt einfach vom 6. bis 9. März in Shiny. Ja, okay. Ich meine, wir werden abgehen, wieso nicht? Vergesst nicht, Dark Guy kann man momentan nicht tauschen, weil er mysteriös ist. Gigatina, die schlechte Form, aber für PvP interessanter, wenn ich mich richtig erinnere, wenn das so war. Die Woche da drauf, den gibt es ja schon Shiny, also keine große Überraschung. Bräuchte eigentlich alles noch 100, Dark Eye 100, Gigatina 100, Kobalium, der kam erst vor kurzem, aber direkt Shiny verfügbar jetzt auch schon wieder. Was verrückt ist. Erstens so kurz und exklusive Attacke kriegt auch noch dazu. What the fuck? Die hauen echt irgendwie alles raus. Bisschen so wie Shokugeki no Soma. Wer den Manga liest, wer den Anime liest, ich will nicht spoilern, aber der Manga ist ja jetzt komplett zu Ende. Was heißt jetzt? Auch schon seit einem halben Jahr. Ja, aber ich habe es erst jetzt im Winter durchgelesen. Die letzten Kapitel wurden ja übelst gerusht. Aber nur, weil es halt gecancelt wurde. Deswegen keine Ahnung, was hier los ist, aber die rushen ja übelst hart. Die hauen ja alles raus. Auch da hätte man irgendein besonderes Wochenende machen können. Irgendein besonderes Event. Und exklusive neue Attacke und direkt Shiny. Ey, echt verrückt, weil der kam erst vor kurzem. Ich weiß nicht, was da los ist. Und Lugia kommt zurück. War Lugia auch nicht letztens erst schon wieder da? Aber was kein Problem ist, denn es kann eine neue Attacke, Aeroblast, und die soll ziemlich gut sein. Auch da direkt neue Attacke, auch Flug-Event oder keine Ahnung. Die hauen den einfach so raus. Echt verrückt. Ich frag mich, was April abgeht. Auch Lugia brauche ich noch 100, also von den einen brauche ich noch 100. Erstens sehr interessant, vor allem in Kombination mit dem normalen, regulären Raid Boss, wie sich das verhält dann am Wochenende. Zweitens, ich glaube, Niantic erkennt, dass nicht mehr so viel geradet wird und haut sich eigentlich nur zu den Raid-Stunden. Und jetzt dadurch dann am Wochenende wahrscheinlich die Zahlen, die Raids, alles wieder angekurbelt wird. Finde ich nicht schlecht. Die Leute jetzt, boah, das ist zu viel, was ist da los, das ist zu viel. Ja, kann ich schon verstehen, Mann. Das ist jetzt Dienstag, Spotlight. Mittwoch, Raid-Stunde für den regulären Boss. Donnerstag, Wunder-Bonus-Stunde. Freitag, also Wochenende, diese krassen Dinger, weil die gibt es ja jetzt in Shiny mit spezieller Attacke. Da muss man ja abgehen. Plus irgendein Event, was auch noch gerade stattfindet. Plus all dies, das, was auch noch extra kommt. Wie immer, vergesst nicht, Leute, das ist nur ein Spiel. Ihr müsst nicht alles mitnehmen. Aber ich will alles mitnehmen. Ich bin gehypt. Dann, mysteriöses Wochenende. Das ist ziemlich saftig, denn es gibt Sternstaub-Bonus. Doppelsternstaub fürs Fangen, Doppelsternstaub fürs Brüten. Kann man auf jeden Fall die 3-4 Tage durchzocken. Bisschen Sternstaub sammeln für die Max on Mondays, weil ich habe nicht mehr so viel Sternstaub. Da werde ich auf jeden Fall abgehen. So viel wie es geht, zocken und brüten und Sternstücke zünden, alles.
es kommt ein Kader, was für mich extrem saftig ist. Denn letzten Max on Monday habe ich fast Gen 3 fertig, also alles, was ich von Gen 3 maxen kann, habe ich gemaxt. Es fehlen dann nur noch ein paar Sachen, die ich halt nicht in gut habe. Und da kommt hoffentlich dann ein 100er in den Kadergang. Den gibt es dann auch in Shiny. Carablast und Shelmet sind, glaube ich, Laukaps und Schnutellen. Vermehrt in 5ern. Ja, 5er ist okay. Ich werde eine Menge brüten, also vielleicht werde ich da einen 100er brüten. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. 1-4 Sterne Rates, Käfer-Pokémon und Stahl. Ausgehend davon, was da drin ist, vielleicht interessant, vielleicht nicht interessant. Muss man sich erstmal überraschen lassen, was da rauskommt. Wann ist das Wochenende? 8. Montag. Oh. Ah ne, hier Freitag. 20. bis 23. Oh ja. Ist noch eine Weile hin bis dahin. Dann haben wir jetzt nächstes Wochenende auch schon ein Rocket Event. Mehr Gift und Unlicht-Pokémon, alles klar. Was interessant ist, für mich zumindest, absolut in der Wildnis. Ihr wisst, ich habe es gerade gesagt, Gen 3 nicht fertig gemacht, weil 100 Absol noch fehlt. Also vielleicht kommt ein 100er Absol rein. Das würde ich mir sehr gerne gönnen. Ansonsten gibt es den natürlich in Shiny. Gönnt euch einen Shiny Absol. Und jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Der Skorpion. Den Skorpion, Pionskoga, gibt es in Shiny. Pionskoga in Shiny. Und dann gibt es abschließend dazu zu dem Event ein Rocket Event. Früher war es eine Stunde, ist jetzt nicht mehr eine Stunde, sondern 3 Stunden. Von 2 bis 5. Was interessant ist, und ich weiß nicht, ob das ein Schreibfehler ist. Also erstmal, die bringen die Rocket Bosse zurück mit allen ihren bisher möglichen Shiny Crypto Pokémon. Also erstmal, was ist das überhaupt für ein Event? In der Zeit ist an jedem Stop ein Rocket Stop. Weil hier steht, warte, wo ist das? Das habe ich vorhin schon mal gelesen. To be able to rescue all 6 of the Shadow Pokémon the trainers have seen left behind. Aber gibt es nicht mittlerweile schon 9? 3x3 hatte jeder. Und da steht 6, also das verwirrt mich ein bisschen. TMs, bla bla. Doppelsternstaub für die Rocket Stops ist interessant. Plus Sternstück auch noch mit oben drauf. Sind 1500 pro Rocket Stop. Wie viel kann man in einer Stunde machen? Oder 3 Stunden? Boah, wie viel hatte ich letztes Mal? Waren das 3 Stunden oder eine Stunde, die ich gezockt hatte? Es waren, glaube ich, 2 Stunden. Und in der Zeit hatte ich, glaube ich, 40. Das heißt, in der Stunde mache ich ungefähr 20. Mal 3. Mal 1500. 90.000 Sternstaub. Ah ja, ungefähr 90 bis 100.000. Kann man mitmachen. Dann gibt es ein Psycho-Event. Das ist dann letzte Woche von März. Letztes Wochenende. Mehr Psycho-Pokémon. Neues Pokémon, Sololis und Gotita. Ich habe keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen. Die kommen vermehrt in der Wildnis und in 5er Eiern vor. Dann irgendwelche Psycho-Pokémon aus 2ern, juckt mich nicht. Hä? Die kommen in 5ern und in 2ern vor, was? Achso, nach dem Event in 5ern, während des Events in 2ern. Ah ja. Und Shiny Puppins. Okay. Psycho-Pokémon in den Raids. Auch da, ausgehend davon, was in den Raids kommt. Interessant oder nicht interessant. Spezialforschung ist am Start dafür und Update zu Spotlight Hour und Bonusstunde. Spotlight anscheinend jetzt immer mit nur den wilden vermehrten Spawns, nicht mehr ein bestimmtes Pokémon. Das kam ja eigentlich sehr, sehr gut an. Alter, ich habe das geliebt. So viele Spawns. Hat mir sehr gut gefallen. Und Mystery Bonusstunde, da schreiben die einfach nur, es kommt wieder mit Bonbon-Bonus, Sternstab-Bonus und EP-Bonus. Hoffentlich nicht EP fürs Raid, das war der größte Fail. Einfach EP fürs Fangen reicht, glaube ich. Jo! März geht ab. Ich bin gespannt. Viele neue Shinies, viele verrückte Sachen, mit denen ich echt nicht gerechnet hätte. Wo man sich denkt, Niantic, was ist da los? Und nicht im schlimmen Sinne, sondern im Sinne von einfach überraschend. Eure Meinung zu dem ganzen und in den Kommentaren. Ist euch das Ganze zu viel? Wird es irgendwie überfordernd? Oder seid ihr gehypt wie ich? Muss echt sagen, ich bin echt gehypt. Vielleicht liegt es auch daran, dass Niantic, also ihr wisst ja, ich bin in letzter Zeit nicht so motiviert. Und ich bin da eigentlich nicht alleine mit dieser Einstellung. Ich kenne viele Spieler, die nicht mehr aktiv spielen, die weniger spielen und so weiter und so fort. Und ich glaube, Niantic sieht das, fühlt das, spürt das und versucht da ein bisschen mehr Schwung in die ganze Sache zu bringen. Jetzt hat man halt immer was zu tun und immer was zu tun heißt, ja, Grund zu spielen, motiviert zu sein. Also mir gefällt's, ich bin gehypt, ich werde meinen Spaß haben.
folgt mir dabei, schaut gerne die Videos an, das war's von mir. Ihr wisst bestimmt, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business, vor allem im März.